Diese Zeiten sind verwirrend, Gewissheiten verschwimmen, Wohlfühlblasen platzen und dann diese unbändige Sehnsucht nach archaischer Klarheit, zumindest medial. Opferbereitschaft ist wieder ein Thema, die Wehrpflicht ist wieder ein Thema. Und dann schreibt auch noch Marlene Hobrack über die Wehrpflicht und über das Vaterland und über Söhne opfern und über die bösen alten Fragen, die sich neu stellen. Hallo Marlene Hobrack. Ja, hallo. Wir leben in verwirrenden Zeiten, oder? Ja, es sind in der Tat, also ich glaube, für alle Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind, extrem verwirrende, seltsame Zeiten. Ich habe in der letzten Zeit mit vielen Menschen gesprochen, die quasi nach der Corona-Pandemie, jetzt auch noch der Ukraine-Krieg und die ganzen neuen Themen, die sich auf einmal oder Fragen, die sich auf einmal stellen, das ist wirklich sehr verwirrend. Und dann wird es persönlich. Also haben Sie wirklich mit Ihrem Sohn und mit Ihrem Mann über Bunker, über Luftschutzbunker gesprochen? Ja, in der Tat. Das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch oder extrem. Aber ich habe mich früher immer über meinen Mann ein bisschen lustig gemacht, weil er für das Thema Prepping interessiert hat. Also er hat jetzt keinen Bunker gebaut oder Nahrungsmittel für die Zeit nach dem Atomkrieg gebunkert, aber er ist jemand, der sehr interessiert ist an so Survival-Geschichten, auch in der Natur. Und deswegen war dieses Thema Prepping und diese amerikanische Prepping-Bewegung immer so ein bisschen präsent. Ich habe auch mal einen Text drüber geschrieben und ich habe mich da immer drüber lustig gemacht und gesagt, das ist auch irgendwie das schien mir so ein Männerding zu sein. Und deswegen, aber jetzt im Zuge des Krieges bekommt man ja doch, also es gibt diese YouTube-Videos, die auf einmal dann irgendwie angezeigt werden und zeigen, wo muss man im Falle eines Atomkrieges, wo sollte man Unterschlupf suchen, ja, und gibt es noch Bunker in Deutschland und sind die vermietet und kann man sich da einen Platz anmieten? Das sind ja so ganz seltsame Themen, die seit ein paar Wochen auch durch die Medien und durch das Internet schwirren. Und dadurch haben wir tatsächlich darüber gesprochen. Und das sind immer so halbernste Gespräche. Also natürlich planen wir jetzt nicht wirklich irgendwie unsere Unterbringung in einem Bunker oder so. Aber das ist schon also wirklich eine verrückte Sache, dass man über solche Themen überhaupt mit seiner Familie oder mit den Kindern, großen Kindern, man muss dazu sagen, mein Sohn ist fast 17, dass man da auf einmal über solche Themen sprechen muss, ist natürlich Wahnsinn. Ja, und die Gedanken, die aufploppen, davon mal ganz abgesehen, die kann man oftmals gar nicht aussprechen. Ein Krieg ist ja auch so ein Männerding, oder? Da sind die alten Rollenbilder wieder voll präsent, als ob nichts gewesen ist. Ja, also das ist das Verrückte, dass wir nach sozusagen der ersten, zweiten und dritten Welle des Feminismus, sobald es um das Thema Krieg geht, doch zu, ich würde nicht sagen archaischen oder vormodernen, aber zumindest alten patriarchalen Vorstellungen von Krieg und Kriegern zurückkehren. Also dieses männliche, soldatische, das soldatische auch als positive Tugenden, also Mut und Tapferkeit, aber auch Opferbereitschaft. Das sind ja alles Dinge, von denen wir dachten, dass wir sie eigentlich auch im positiven Sinne überwunden hätten. Und es ist natürlich aber auch so ein Männerbild. Also so die Männer opfern sich für die Frauen und Kinder, die dann Schutz suchen dürfen, dass für die Männer selbst ja eigentlich ein furchtbares Bild ist. Also sie sollen opferbereit und heroisch sein und man opfert sie sozusagen für die jeweiligen Zwecke. Früher war es das Vaterland und heute ist es dann halt die sogenannte Freiheit, was aber auch so ein bisschen so ein Fahnenwort ist, also so eine seltsame Konstruktion. Also die Männer müssen sich jetzt für die Freiheit opfern. Und da schwingt also ganz viel von diesem sehr alten patriarchalen oder ja, also von diesem alten, auch sehr toxischen Männerbild mit, dass diese Männer quasi nur dann ihre Wertigkeit unter Beweis stellen, wenn sie sich opfern für etwas. Sie schreiben im aktuellen Freitag-Artikel, wer in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufwächst, der kann sich nicht vorstellen, sich oder das Leben seiner Kinder für Frieden, Freiheit und Wohlstand zu opfern. Das ist das grundlegende Dilemma des sogenannten postheroischen Zeitalters. Was ist denn das postheroische Zeitalter? Sind wir in dem oder waren wir in dem? Ja, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle. Sie zitieren ja aus meiner Kolumne und das ist immer ein sehr kurzes Kolumnenformat, wo man nicht alle Gedanken auch ausformulieren kann. Und es gibt ja diese Rede von dem postheroischen Zeitalter, wonach sozusagen das Heroische an und für sich obsolet geworden ist. Einerseits, weil eben durch die Weltkriege das Heroische ja auch
Also die Opferbereitschaft letztlich für eine übergeordnete Sache ja auch quasi in Verruf geraten ist, weil man damit dann irgendwann alles rechtfertigen konnte. Ja, also das gegenseitige Abschlachten, der Überfall auf Nachbarländer. Es ist also einerseits etwas, was diskreditiert wurde, also diese blinde Opferbereitschaft, das Heroische. Aber andererseits ist es etwas, worauf wir, und ich habe das Gefühl auch gerade, ja, also ältere, vielleicht auch ältere Männer, man merkt das so bei Historikern, Politologen, auch so ein bisschen wehmütig zurückblicken, habe ich manchmal das Gefühl. Also sozusagen, da gab es früher noch eine Opferbereitschaft und diese heutige junge Generation, die ist sozusagen, die so sozialisiert wurden, eben in Frieden und Freiheit, und die würden sich eben auch nicht mehr opfern. Aber darin, und ich glaube, das ist richtig, ich glaube, wir würden uns tatsächlich nicht mehr opfern wollen, aber darin steckt ja eben auch die Einsicht, dass jede Rede von Opferbereitschaft für eine höhere Sache ganz leicht instrumentalisiert werden kann. Hm. Ja. Ich habe letztens einen jungen Mann gesehen mit einer Schmidtmütze, mit seiner Helmut-Schmidt-Mütze, und dann habe ich an das Zitat gesagt von Helmut Schmidt, der gesagt hat, ein echter Held ist nur ein Besoffener oder ein Idiot. Ja, das ist in der Tat so. Und ich glaube, das ist etwas, was man jetzt im Zuge des Ukraine-Konfliktes sehr schwer aussprechen kann, oder es fällt mir schwer, das zu thematisieren, weil ich einerseits so die Opferbereitschaft und den Mut der Menschen, die da bleiben und kämpfen, das bewundere ich, und ich glaube, das bewundert jeder. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das medial, gerade auch im Internet, also online in Social Media sieht man es immer wieder, auch sehr stark überhöhen, und dass wir Gefahr laufen, diese ja vielleicht auch blinde Opferbereitschaft oder das blinde Heldentum zu feiern und dabei zu übersehen, dass vielleicht dieses Opfer oder dieser Heldenmut also vielleicht für nichts investiert wird. Also die Freiheit ist nicht nichts, aber die Frage ist, ob die Freiheit gegen so eine große Streitmacht, wie die russische Armee es ist, in der Form verteidigt werden kann. Also ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, weil diese sehr heroischen Bilder aus der Ukraine, die natürlich auch teilweise sehr stark inszeniert sind, Zelensky im Militäroutfit, wie er an den Tisch sitzt und sich an die Vereinten Nationen oder an den Deutschen Bundestag wendet, das sind stark inszenierte Bilder. Oder ich habe Bilder von Frauen gesehen, ja, mit geglätteten Haaren und angeklebten langen Fingernägeln, perfekt geschminkt in Militäruniform. Ich glaube nicht, dass das die realistischen Bilder vom Krieg sind, aber es sind Bilder, die sehr stark von diesem Wunsch nach dem Heroischen künden. Und da müssen wir vielleicht einfach sehr vorsichtig sein auch. Hm. Ein junger Mann, der ein bisschen älter ist als Ihr Sohn, der kam bei uns in die Redaktion und hat sich Spiegelcover angeguckt, also die Zeitschrift Spiegel. Und er sagte, ach, das Computerspiel hätte ich mir vor 10 Jahren auf jeden Fall gekauft. Da sieht man Zelensky, die beiden Klitschko-Brüder und so Panzer. Das sieht aus wie eine Werbung für ein Kriegscomputerspiel, sagte er. Und so, das hätte mich angesprochen damals, also noch vor ein paar Jahren. Und es ist ja nicht nur beim Spiegel so, das ist ja in den westlichen Medien, die Überhöhung und Inszenierung befremdet mich sehr. Wie geht's Ihnen? Ja, also mich befremdet das auch enorm. Es ist unkritisch. Ich sehe es auch bei, also wo ich es halt eben auch sehr seltsam finde, ist bei Journalistenkollegen oder Autorenkollegen, die ich auf Social Media sehe und die sehr, also die dann auch so Sachen sagen wie, naja, ich war lange auch pazifistisch, aber jetzt sehe ich, der Pazifismus führt zu nichts, und die sich sehr stark einwickeln lassen in diese Bilder und diese, also es klingt jetzt vielleicht hart, aber es ist natürlich auch eine Form der Propaganda, von der man sagen könnte, das ist ja im Dienste der guten Sache. Ja, die Bilder werden im Dienste einer guten Sache produziert, denn es geht hier um die Verteidigung der Ukraine. Aber diese Bilder sind natürlich, und diese Erinnerung an Computerspieloptik, das ist überhaupt kein Zufall. Wir haben das schon im Zuge des Zweiten Irakkriegs gesehen. Da wurden von der US-Armee Bilder produziert Anfang der 90er, wo man Luftaufnahmen gesehen hat, wo auf Stellungen geschossen wurde, wo bombardiert wurde. Und dieses Zielkreuz, das Fadenkreuz, sah eben aus wie in einem typischen Computerspiel. Oder die Bundeswehrwerbung, die wir seit einigen Jahren sehen. Da gab es ja, glaube ich, sogar mal direkt eine sozusagen Werbekampagne, die die Leute daran erinnert, naja, im Computerspiel ballerst du rum, dann kannst du das hier auch in echt machen. Das ist natürlich wo auch eine propagandistische Herangehensweise, die instrumentalisiert das in diesen Spiele Welten, dass er eigentlich auch ziemlich großen Spaß macht. Meistens
jagt man die bösen Nazis in solchen Computerspielen oder einen eindeutig bösen Gegner und kann drauf schießen und sich das zu instrumentalisieren im Sinne von einer fast schon Kriegsbegeisterung ist natürlich klug für diejenigen, die das instrumentalisieren wollen. Also ein Hoch auf die toxische Männlichkeit, die hat jetzt Hochkonjunktur. Ja, naja, es ist nicht nur toxische Männlichkeit. Ich glaube, es ist dieses sehr ambivalente Männerbild, wie gesagt, dass Männer selber ja oder viele Männer diese an sich selbst auch diese Stärke, Kampfbereitschaft, Kampfesmut sehen wollen und schätzen, also auch diese Idee, etwas zu verteidigen, Frau und Kinder oder wie gesagt das Vaterland oder abstrakte Werte wie die Freiheit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Begriff der toxischen Männlichkeit da richtig ist. Es ist ja auch eine Männlichkeit, die das männliche Leben irgendwie auch geringer schätzt, weil wenn ich sage, der Mann ist dazu da, etwas zu verteidigen, ja, etwas abzuwehren, er soll sich opfern, dann sage ich ja indirekt auch, dieses Männerleben ist weniger wert. Und das ist ja auch eine sehr problematische, tragische Sichtweise letztlich. Ja, das ist ja genau das Thema in Ihrer Kolumne, dass Sie die Frage stellen, die eigenartige Frage, selbstverständlich, ob wir dann, wenn wir so denken, auch nicht unsere Töchter opfern müssten. Also, in Israel ist das ja in Praxis, dass auch Frauen zur Armee gehen, dass auch Frauen und eben die Töchter geopfert werden. Da wird mir erst recht komisch. Ja, aber das ist ja das Interessante, wenn wir das Gefühl haben, na Moment mal, unsere Töchter wollen wir nicht opfern. Nee, die wollen wir eigentlich nicht in den Krieg schicken, also trotz Emanzipation und Feminismus. Dann könnte man ja sagen, warum ist das so? Warum wollen wir diese Töchter nicht opfern? Warum haben wir das Gefühl, diese jungen Männer, die können wir im Zweifelsfall doch opfern oder es sei ihre Aufgabe, sich zu opfern, während wir nicht erwarten, dass Frauen sich aufopfern, jedenfalls im kriegerischen Kontext. Und das ist ja auch ein Problem. Also ich glaube, aus feministischer Sicht lässt sich das rechtfertigen, zu sagen, wir wollen unsere Töchter nicht in den Krieg schicken, weil ich glaube, alle Feministinnen oder die meisten sagen würden, wir verurteilen den Krieg als Ganzes. Aber wenn wir sagen, naja, wir brauchen die jungen Menschen, die dieses Land verteidigen oder andere Länder verteidigen, dann müsste man fragen, warum nicht auch die jungen Frauen? Und wenn wir da zu dem Ergebnis kommen, dass sie zu schwach oder zu zart oder zu wertvoll sind, als dass wir sie opfern wollen, dann liegt da ja sozusagen in Geschlechterfragen auch etwas quer. Ja, ich habe einen interessanten Text oder Satz gelesen zur postheroischen Gesellschaft. Sie sei beides zugleich, eine Utopie, der Traum von einer Gesellschaft, in der Zivilcourage, Solidarität, Pazifismus und die Kulturtechnik der Selbstironie zu äußerem Frieden und innerer Balance führt, das eine. Und andererseits ein Albtraum von einer Gesellschaft feiger Egoisten, ironischer Chamäleons, die nirgends Verantwortung übernehmen wollen und obendrein den Angriff anderer heroischer Kulturen und Religionen geradezu herausfordern. Könnte man sagen, oder? Diese Ambivalenz ist dann schwer auszuhalten in unserer postheroischen Gesellschaft. Ja, also ich meine, diese Ambivalenz ist ja eine Figur, die generell in der Postmoderne oder vielleicht auch Postpostmoderne, in der wir uns befinden, verankert ist. Also auch dieses Ironische, die ironische Zugangsweise zur Welt. Und Krieg ist natürlich das letzte Thema, was man nicht ironisch bearbeiten kann. Also es ist Krieg oder es ist nicht Krieg und man kann keine ironische oder ambivalente Haltung dazu einnehmen. Es ist eins der letzten eindeutigen Themen und in diesem Sinne ist, das haben wir ja auch anfangs im Gespräch schon ein bisschen angedeutet, das Postheroische kann sozusagen eine Hoffnung sein, es kann aber auch ein fatalistisches Bild sein und ich habe das Gefühl, da schwingt auch so ein bisschen dieser Blick auf die Generation Y mit, also quasi der Boomer-Blick auf die Generation Y, so im Sinne von, die nehmen ja auch gar nichts mehr ernst, die mussten sich nie anstrengen, die kosten jetzt eine Friedensdividende aus, für die sie gar nichts gemacht haben. Aber ich glaube, das verschleiert ja auch, dass sozusagen die Menschen vor 70, 80, 100, 150 Jahren nie entscheiden durften, ob sie überhaupt heroisch sein wollten oder nicht, weil der Krieg oder Kriege in Europa und weltweit einfach eine Realität waren. Und da gab es nie die Frage, muss ich mich jetzt für das Heroische entscheiden oder nicht? So, die waren einfach eine Realität. Und heute, wo Krieg zum Glück in Europa so lange einfach keine Realität mehr war, von der wir das Gefühl hatten, sie betrifft uns, unser Leben unmittelbar, ist es natürlich auch klar, dass man dieses Heroische für überwunden hält, vielleicht auch wirklich im positiven Sinne überwunden hat. Was haben Sie denn für Kulturtechniken, für Strategien, diese Ambivalenz, die ja in uns wohnt, auszuhalten?
Meine Kulturtechnik ist also das Lesen und das Schreiben. Also sozusagen dieses Ambivalente zu ertragen, indem man einfach, also ich glaube, man muss diese Ambivalenz aushalten oder dieses Gefühl, das ich auch schon angedeutet habe, so bewundernswert ich den Kampf in der Ukraine finde, da schwingt für mich vieles mit. Also vieles an Bildern über den Krieg, die ich für grundlegend falsch halte. Und der einzige Weg, damit umzugehen, ist, ja, nachzudenken, zu lesen, zu schreiben, und also mehr bleibt da, glaube ich, für mich zumindest nicht übrig. Hm. Und Gespräche sind ganz viele Gespräche auch gerade in meiner Familie. Abschließende Frage noch, haben Sie sich wirklich Amor Fati eintätowieren lassen? Ja, tatsächlich. Es ist diese Liebe das Schicksal oder nimm dein Schicksal auch im positiven Sinne an, diese, naja, Losung eines, ich glaube, es ist kein fatalistisches Weltbild, sondern sozusagen wirklich auch die Annahme von Dingen, die man nicht ändern kann. Und ja, das habe ich mir eintätowieren lassen. Da könnte man jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber reden, aber trotzdem nochmal die Liebe zum Schicksal. Das heißt, Sie sind nicht schicksalsergeben, sondern Sie nehmen das an und wollen aber trotzdem was verändern, weil das ist ja doch schon ein harter, klarer Satz, oder? Ja, also ich denke, das steckt ja auch in den Nietzschen Gedanken, dieses, dass man sozusagen nicht einfach blind und ergeben sich dem Schicksal, also dass man sich nicht einfach dem Schicksal blind ergibt, sondern dass man es im positiven Sinne annimmt und, naja, man könnte auch sagen, das Beste draus macht. Das verstehe ich nun wiederum. Das Beste draus machen, in dieser Zeit reden, Ambivalenz aushalten, sich diesen Herausforderungen stellen. Herzlichen Dank, Marlene Hobrag. Der aktuelle Artikel ist nachzulesen im aktuellen Freitag und auf der Seite von Marlene Hobrag gibt es noch viel, viel mehr. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen eine gute Zeit trotz allem. Ja, sehr gerne und Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.